Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit ein kleiner, aber sehr nützlicher Tipp, hoffe ich, vor allem für diejenigen, die öfter mal Texte vom Bilder abschreiben bzw. abtippen müssen oder wollen, warum auch immer. Vielleicht haben wir einen Brief irgendwie eingescannt und das als Bilddatei gespeichert und nun wollen wir den Text bearbeiten. Oder aber wir haben uns einen Screenshot irgendwie gemacht. Hier, ich zeige euch mal, was ich genau damit meine. Ich habe jetzt hier einen Text gefunden. Das ist in dem Fall hier auch ein Bild. Und nun möchte ich mir jetzt erstmal den Text speichern. Vielleicht hier, ich mache mir schnell einen Screenshot hier. Zack. Beziehungsweise wir hätten ja auch das Bild runterladen können, speichern. Ich habe jetzt das Screenshot gemacht. Hier, Text. Ich speichere mir das einfach mal auf dem Desktop hier. Nun können wir das alles schließen hier und schon habe ich jetzt meinen Text hier allerdings als Bilddatei PNG, ja, wie man das hier sehen kann. Wenn ich öffne, dann öffnet sich das auch mit dem Windows Fotoanzeiger hier und kann ich mir zwar durchlesen, aber nicht wirklich bearbeiten, ja, den Text hier. Jetzt gibt es Leute, die das wirklich mühsam den Text hier sich abtippen, ja, in einen anderen Texteditor, Word oder sonst was. Das kostet ein bisschen Zeit und ist ziemlich mühsam, finde ich. Und deswegen wollte ich jetzt euch schnell ein Tool hier zeigen, was kostenlos ist. Den Link findet ihr dann unterm Video, wenn ihr das braucht. Da könnt ihr euch herunterladen, ja. Und zwar nennt sich das EasyScreen OCR. Wie man hier an den Namen schon erkennen kann, OCR, ja, das ist ein Texterkennungstool, ja, OCR, das steht für Optical Character Recognition. Genau, ich habe das jetzt schon heruntergeladen, das ist jetzt die Installationsdatei, hier die Exe-Datei, die Installationsroutine ganz normal, wie bei Windows halt. Ich werde jetzt das aber mal hier canceln, weil ich das schon installiert habe, um Zeit zu sparen. Und nun, genau, hier, wenn wir unser Programm zum ersten Mal starten, dann sieht hier so aus, da passiert erstmal gar nichts Offensichtliches, so. Wir sehen hier, also da wird jetzt nicht irgendwie gelauncht hier auf dem Desktop, sondern startet hier in mehr oder weniger im Hintergrund sozusagen. Das finden wir dann hier in der Taskleiste, zack. Und beim ersten Mal, beziehungsweise, ja, wir müssen das jetzt hier ein paar Optionen vielleicht. Zuerst legen wir uns hier den Hotkey, ja, ich habe jetzt bei mir Ctrl D festgelegt, ich kann das, ja, oder Shift D, Ctrl D, je nachdem, jeder was er mag. Hier habe ich mir PNG, alles auf dem Desktop, damit ich es schnell finde. Auch als PDF kann er, macht er mir eine Kopie sozusagen und hier haben wir jede Menge Sprachen, werden hier unterstützt, ja, wie wir hier sehen können. Ich mache jetzt German, Deutsch, zack, zack, und das war es eigentlich schon alles, ja. Wenn das Tool jetzt hier gestartet ist, im Hintergrund läuft sozusagen, und wenn ich jetzt mein Bild hier öffne und meine Hotkey hier, was ich mir da festgelegt habe, Ctrl D, wenn ich das jetzt einmal drücke, dann sehen wir hier, dass die Maus bunt wird, ja, der Mauszeiger hier ist bunt geworden. Und nun kann ich mir den Text hier markieren, ja, einfach den Bereich hier markieren, indem ich die linke Maustaste festhalte und mir hier das so alles rüberziehe, zack. Und wenn ich loslasse, habe ich hier schon meinen einen Screenshot nochmal. Und jetzt muss ich nur noch hier auf OCR einmal draufklicken und schon wird das gewandelt hier. Ich schließe mal das Bild. Genau, und hier habe ich schon meinen Text, ja, das kann ich jetzt beliebig bearbeiten hier, beziehungsweise in der Zwischenablage kopieren und mir dann direkt in einen anderen Editor einfügen, ja, das geht um einiges schneller als abtippen, auch wenn man ziemlich schnell schreiben kann. Genau, hier habe ich dann nochmal einen Screenshot halt von dem Text und hier wurde auch eine PDF-Datei erstellt, ja. Das ist jetzt hier vorausgesetzt, dass der Haken hier gesetzt ist, beziehungsweise wurde. Ja, ansonsten wird die PDF-Datei nicht erstellt und auch das Screenshot hier nicht.
Und ja, schon können wir schnell unser Text hier bearbeiten, ohne die ja, mühsam alles abzutippen. Ich denke, das spart jede Menge Zeit und vielleicht auch Nerven. Deswegen, ja, wie gesagt, habe Leute gesehen, die das wirklich abtippen, mühsam. Und nun wollte ich euch das als Tipp mitgeben, falls ihr damit auch irgendwie arbeitet. Irgendwie Bilder, Texte kopiert, abtippt, dann geht das hier viel schneller. Ja, das war es auch schon alles für das Erste hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.